In diesem Kompakt-Tutorial werde ich die wichtigsten Schritte und alles, was man wissen muss, wenn man jetzt zum ersten Mal einen Moodle-Kurs hat und den irgendwie sinnvoll füllen soll, erläutern. Ich werde immer wieder Hinweise geben auf ausführlichere Tutorials, die ich gemacht habe. Da werden dann hier so kleine Bänder eingeblendet. Also da Augen offen halten. Also Thema ist im Schweinsgalopp durch Moodle. Und ich werde mal beginnen mit einer kurzen Inhaltsangabe, dass man weiß, worum es gehen wird. Ich werde erklären, wie man überhaupt in diesem Kurs etwas bearbeiten kann. Ich werde erklären, wie man die einzelnen Abschnitte, die man hier auch schon sehen kann, Thema 1, Thema 2, was man da damit machen kann. Ich werde erklären, wie man Nutzer einschreiben kann und in welchen verschiedenen Rollen. Dann werde ich darüber sprechen, wie man die Kurseinstellungen selbst verändern kann. Ich werde sprechen über Textfeld und Textseite. Das sind wahrscheinlich zwei sehr wichtige Aktivitäten, die man hinzufügen kann. Dann werde ich in Verbindung damit auch erläutern, wie man Voraussetzungen sinnvoll einsetzen kann, sodass man vieles im Vorfeld schon vorbereiten kann und nicht erst sagen, ich muss morgen um 7 aufstehen, wenn ich will, dass es um 7 sichtbar wird. Um auch zu überprüfen, was sehen denn meine Schüler, werde ich auch kurz zeigen, wie man die Rolle wechseln kann innerhalb von Moodle. Dann werde ich zum Schluss noch zwei Aufgaben erklären, und zwar zwei Aktivitäten. Einmal die Aktivität Aufgabe und einmal die Aktivität Forum. So, Timecodes dazu wird es in der Beschreibung geben, wenn man irgendwo hinspringen will. Also, wenn ich jetzt hier in diesem Kurs bin, dann ist das ja noch nicht ganz so, ne? Was mache ich jetzt? Ist vielleicht auch für einige Moodle-Nutzer neu. Der Bearbeiten einschalten-Button, der hier oben irgendwo als war, der ist jetzt hier hochgewandert. So, also muss ich erstmal, wenn ich irgendwas machen will, bearbeiten einschalten. Und jetzt werde ich gleich sehen, dass, guck mal, hier kommen lauter Menüs. So, und in diesen Menüs kann ich jetzt tatsächlich was machen. Da kommen wir gleich mal zu Abschnitte. Vielleicht will ich nicht, dass das Thema 1 heißt, sondern ich möchte, dass das jetzt Mathe heißt. Am Schluss Enter drücken, wichtig. Und das hier soll Deutsch heißen. Ich möchte aber lieber Deutsch oben haben. Dann kann ich das hier durch links klicken, halten und ziehen, verschieben. So. So viel schon mal zu bearbeiten und Abschnitte bearbeiten. Wenn ich jetzt sage, oh, 10 ist mir aber gar nicht genug, dann kann ich ganz unten Themen hinzufügen. Dann fragt er, wie viele sollen es denn sein? Machen wir einfach mal 2. Und bums, habe ich 2 Themen mehr. Dann sage ich, ah nee, war doch eins zu viel. Wenn ich das jetzt wieder löschen will, gehe ich bei dem Thema, das ich löschen will, auf Bearbeiten. Gehe auf Thema löschen. Um jetzt weiterhin meinen Schülern zu zeigen, das ist jetzt ganz besonders wichtig und für mich als, keine Ahnung, sage ich mal, ich möchte dieses Thema hervorheben. Dann wird es so unterlegt. Dann sehen auch Schüler, dass das unterlegt ist. Auf der anderen Seite möchte ich gern dieses Thema verbergen. Steht hier auch für Teilnehmer verborgen. So, sehen die einfach nicht. Die sehen auch gar nicht, dass da was ist. Soweit mal zu Abschnitten. Ich werde ja irgendwann wollen, dass hier auch Teilnehmer reinkommen, also meine Schüler. Vielleicht hat es jemand für mich gemacht, vielleicht aber auch nicht. Um einfach zu zeigen, wie das funktioniert, muss ich hier die Einstellungen suchen. Und dann gehe ich auf Nutzer und, das ist zwar schräg, aber es ist so, eingeschriebene Nutzer, auch wenn da noch gar niemand eingeschrieben ist. So, dann meint er hier, ah ja, da ist ja gar niemand. Dann gehe ich jetzt auf Nutzer einschreiben und kann jetzt hier oben anfangen, einfach einen Namen zu tippen und kann dann auch eine Rolle zuweisen. Wenn ich in diesem Kurs bin und Bearbeiten einschalten kann, bin ich Trainer. Bei mir taucht jetzt noch Manager auf, weil ich Admin bin und deswegen ein bisschen mehr Rechte habe. Aber normalerweise gibt es für euch Trainer, Trainer ohne Bearbeitungsrecht, Teilnehmer. Das ist eine Geschichte, die ist nicht interessant, die habe ich hier in unserem Moodle angelegt. Wenn ihr Schüler einschreibt, wollt ihr die als Teilnehmer einschreiben. Dann können die nämlich nichts bearbeiten und das wollt ihr eigentlich auch so. Trainer ohne Bearbeitungsrecht ist vielleicht interessant für Kollegen, die einfach den Kurs mal anschauen wollen, die alles sehen sollen. Zum Beispiel auch diesen Abschnitt, den ich vorher blind gemacht habe, aber die nichts verändern können sollen. Nicht, dass mir Johnny irgendwas aus Versehen rauslöscht und dann ist es halt so. Also, Teilnehmer, hier was reintippen. Wenn ihr globale Gruppen habt, aber das ist wieder ein ganz anderer Schnack, fragt mal euren Admin, hat er globale Gruppen angelegt, vielleicht eine Klasse als 8a globale Gruppe. Boom, hier aussuchen und los geht's. Also, dann würde ich die halt einschreiben. So. Jetzt gehen wir wieder zurück. Das sieht man hier oben bei den Breadcrumbs. Da kann ich ganz gut navigieren. Klassenkurs XY. Da möchte ich gerne wieder hin. Und jetzt gucken wir aber gerade mal weiter. In meinem Kurs, wenn ich jetzt hier unten wieder bei Einstellungen auf Einstellungen bearbeiten gehe,
dann komme ich in die Grundeinstellungen meines Kurses. Und in diese Grundeinstellungen, da sind jetzt, ne, ich muss den kurzen Namen angeben, ich muss den langen Namen angeben. Den Rest kann man eigentlich lassen, wie man will. Sehr nett ist, wenn man ein Kursbild einfügt. Ich habe jetzt hier eins eingefügt. Das kann ich per Drag and Drop, sieht man mal, ich ziehe hier ein Bild rein, bums, alles klar, loslassen. Und dann ist das gemacht. Ich kann auch zum Beispiel ja, im Format am besten erstmal nichts ändern, aber ich kann in der Darstellung zum Beispiel eine Sprache erzwingen. Wenn ihr jetzt für euch mal selber einen Kurs in der Fremdsprache macht, dann macht es, ja, ganz klar. Die anderen Sachen lassen wir einfach mal in Ruhe. Aber hier kann ich mein Bild hochladen, dann ist das ganz nett. Wenn ihr euch dieses Video hier anschaut, dann gibt es noch mehr zu den Kursgrundeinstellungen, wer daran Interesse hat. Ich werde jetzt mal weitermachen, wenn es hier weitergeht. Und ich werde mal jetzt was hinzufügen. Und zwar ganz einfach zwei Aktivitäten, die relativ vielseitig verwendet werden können. Ich werde einmal hinzufügen die Aktivität Textfeld. Ne, immer Material oder Aktivität anlegen. Dann suche ich das Richtige raus. Das ist bei Arbeitsmaterial hier unten. Textfeld. Und in dieses Textfeld möchte ich jetzt mal was reinschreiben. Und dann schreibe ich hier mal auch mit einer dicken, fetten Überschrift. Überschrift, weil ich halt Englischlehrer bin. Ja. So. Speichern unseren Kurs. Und jetzt sehe ich, dass bei Textfeld, was auch immer ich geschrieben habe, direkt hier eingefügt wird. Das ist direkt beim Kurs sichtbar. Auf der anderen Seite sehe ich, wenn ich eine Textseite hinzufüge, dann muss ich einen Namen eingeben. Dann sagen wir jetzt mal so, ich kann eine Beschreibung eingeben, kann ich aber auch lassen. Und dann muss ich jetzt einen Seiteninhalt angeben. Also, dann mache ich jetzt mal Seite 23, Nummer 4. Bums. Und jetzt gucken wir uns mal die Textseite an. Dann sieht man, dass es einfach ein Pop-up im Endeffekt ist. Oder? Wenn ich jetzt hier draufklicke, geht ein kleines Fenster auf und das ist dann meine Textseite. Da steht, was ich da reingeschrieben habe. Wann verwende ich was? Wenn ich viele Informationen unterbringe, nehme ich wahrscheinlich eher eine Textseite. Wenn ich wenig direkt sichtbar haben möchte, dann nehme ich ein Textfeld. Zu diesen beiden gibt es natürlich auch noch ein ausführliches Tutorial. Da wird auch erklärt, wie ich zum Beispiel YouTube-Videos oder Learning-Apps einbauen kann für die etwas Fortgeschrittenen. So, wenn ich jetzt aber will, das hier oben soll man schon sehen, das hier aber noch nicht, sondern das soll man erst übermorgen sehen. Dann gibt es einen Mega-Trick. Ich gehe auf Bearbeiten, auf Einstellungen. Man sieht auch, es ist immer das gleiche Symbol, das Zahnrad. Und dann gucke ich mir jetzt bei den Einstellungen an, na, was brauche ich denn jetzt? Randnotiz, Aktivitätsabschluss. Dazu gibt es hier ein Video, das ist aber für Fortgeschrittene. Ich gehe zu Voraussetzungen, wieder zurück beim Thema und ich möchte eine Voraussetzung hinzufügen, die da heißt Datum. Jetzt gebe ich ein Datum an. Heute ist der 25. Also sagen wir mal, ich möchte, dass das erst am 28. um 7 Uhr sichtbar wird. Jetzt muss ich noch, ne, hier Teilnehmer muss folgende Bedingungen erfüllen. Der Teilnehmer macht natürlich gar nichts, aber das Datum muss eben erfüllt sein. Wenn ich jetzt dieses Auge angeklickt lasse, dann kann jeder das jetzt schon sehen, kann aber noch nicht draufklicken. Wenn ich hier draufklicke dann, und das Auge durchgestrichen ist, dann kann das auch ein Teilnehmer erst überhaupt sehen. Also so, Teilnehmer kann es gar nicht sehen bis zu diesem Datum. Und so mit nicht durchgestrichenem Auge, Teilnehmer kann es sehen, kann aber nicht draufklicken. Gehen wir einfach mal speichern uns im Kurs und gucken uns an, wie das aussieht. Na, also am Schaffen. So, und jetzt sieht man hier, dass hier steht eingeschränkt verfügbar ab 28. März. Dieses verfügbar ab. Und dann können Schüler nicht draufklicken. Ich als Trainer kann natürlich draufklicken. Wenn ich jetzt sage, okay, jetzt möchte ich aber doch mal überprüfen, wie sieht denn das dann für die Schüler aus tatsächlich? Dann ist auch, hat sich ein bisschen verändert mit dem letzten großen Update. Ich gehe hier oben auf mein Profil, auf diesem Pfeil nach unten und gehe auf Rolle wechseln. Jetzt taucht bei mir gleich wieder ein ganzer Rattenschwanz aus, weil ich Admin bin. Für euch taucht im Normalfall Trainer, Trainer ohne Bearbeitungsrecht und Teilnehmer auf. Die zwei sind die gleichen für die Ansicht beinahe. Hier kann man bearbeiten, hier kann man nicht bearbeiten.
Hier kann man aber alles sehen. Und als Teilnehmer kann ich weder bearbeiten noch alles sehen. Und jetzt sehe ich, ah, okay, ich kann hier nicht draufklicken, ja. Es passiert nichts, weil eingeschränkt verfügbar ab. So wird mir das angezeigt. Falls sich jetzt einer fragt, was ist mit diesem Häkchen hier? Das Häkchen hat auch zu tun mit Aktivitätsabschluss, ist für Fortgeschrittene. Aber auch dazu gibt es genügend Tutorials. So, Rolle wechseln haben wir auch gemacht. Wenn ich jetzt wieder zurück will, weil ich jetzt sage, naja, ich würde gerne weiter bearbeiten, geht aber nicht, gehe ich wieder hier hoch und klicke auf Zurück zur Ausgangsrolle. So, dann bin ich jetzt hier ein bisschen rausgeflogen. Das ist aber egal, ich suche einfach meinen Kurs XY. Dann wird mir der gleich angezeigt. Und dann würde ich noch zwei wahrscheinlich relativ sinnvolle Aktivitäten erklären. Ja, guck mal, wieder bearbeiten, einschalten. Und diese Aktivitäten werden sein Aufgabe und Forum. Und im ersten Schritt werde ich mal eine Aufgabe anlegen, dazu noch zwei, drei Sachen erklären. Vorab zum Thema Aufgabe gibt es hier ein ausführliches Tutorial, wer sich das anschauen möchte. Ich möchte jetzt für Mathe mal eine Aufgabe anlegen. So. Dann gehe ich auf Material, Aktivität, klicke auf, ja, Überraschung, auf Aufgabe. Und muss dem Ganzen natürlich wieder einen Namen geben. Test hochrechnen. Ganz kleiner Hinweis, wenn ich hier auf Beschreibung im Kurs anzeigen gehe, dann wird alles, was ich hier schreibe, machen wir einfach gleich mal, wird dann nachher im Kurs angezeigt. Ich sehe hier zusätzliche Daten. Ich könnte also hier ein Arbeitsblatt hochladen mit den ganzen Aufgaben. Dann brauche ich hier nichts mehr reinschreiben. Und Verfügbarkeit am besten mal alles in Ruhe lassen, alles deaktivieren und dann hat man Zeit. Aber es ist selbsterklärend. Wichtig ist hier schon wieder Abgabetypen. Was können denn die Schüler abgeben? Sollen die eine Datei abgeben oder eine Texteingabe oder beides oder ein GeoGebra sogar? Das muss man sich einfach vorher überlegen. Und dann klickt man das entsprechende an. Wie viele Dateien können Sie hochladen? Wie groß ist die Dateigröße maximal? Wenn hier nur 10 KB oder 1 MB steht oder irgendwas, was euch nicht reicht, ihr müsst mit eurem Admin sprechen und dem sagen, beim Plugin-Aufgabe ist die Dateigröße zum Upload nicht groß genug. Nächste wichtige Geschichte. Feedback-Typen, was möchte ich denn als Rückmeldung geben? Ich kann auch sagen, ich möchte gerne eine Datei hochladen. Wenn ein PDF hochgeladen wird, kann ich da drin direkt Anmerkungen machen oder ich möchte einfach einen Kommentar schreiben. Abgabeeinstellung, da kann man sich überlegen, ist es erneut bearbeitbar nach der Abgabe oder nicht? Gruppen, Systemnachrichten, das ist alles ein bisschen Banane. Bei Bewertung gibt es noch eine richtig fetzige Sache und zwar anonyme Bewertung. Das könnt ihr machen auf Ja und dann bekommt ihr einfach nur die Abgabe. Nicht mit einem Namen, sondern mit Teilnehmer 341 oder Teilnehmer 527 oder irgendwas. Was wirklich mal sehr interessant ist, weil man vielleicht sonst geneigt ist, dem gleichen Schüler immer die gleichen Punkte ungefähr zu geben. Auch hier könnte ich eine Voraussetzung hinzufügen, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Mache ich aber nicht. Jetzt nochmal zurück zu, was ich vorher gesagt habe. Ich habe hier das Häkchen gesetzt, Beschreibung im Kurs anzeigen. Hier ist meine Beschreibung. Und jetzt gehe ich erstmal in Speichern und Anzeigen. Dann sehe ich, wie das Ding nachher aussieht. Okay, so sieht es für mich aus, wenn ich da draufklicke. Kann mir nachher die Abgaben anzeigen lassen und die Bewertung. Und jetzt gehen wir nochmal in den Klassenkurs selbst und schauen uns das Ding an. Ja, guck mal, Test hochrechnen. Hier ist meine Beschreibung. Und hier steht, wie viele wurden denn submitted, bedeutet eingereicht oder abgegeben oder was. Okay. Also so habe ich meine Aufgabe gestellt. Wir haben kurz darüber gesprochen, wie ich selbstständig noch ein Arbeitsblatt mit hochladen kann, was für Arten die Schüler abgeben können und wie ich damit umgehe. Genau, jetzt gucken wir nochmal, was, falls jemand, und das wird passieren, falls mir ein Schüler jetzt sagt, aber es hat bei mir nicht geklappt, ich schicke es per E-Mail, dann gehe ich auf alle Abgaben anzeigen, dann wird hier irgendwo ein Schüler auftauchen und dann gibt es hier nachher ein Feld, da steht bearbeiten und Abgabe bearbeiten. Und wenn ich das bei dem entsprechenden Schüler anklicke, dann kann ich bei diesem Schüler selbstständig etwas hochladen. So, jetzt können wir uns die ganze Geschichte aber natürlich auch anschauen. Wie sieht es denn für einen Schüler aus? Können wir auch hier drin bleiben? Jetzt gehen wir hier mal Rolle wechseln. Und ich möchte das Ganze mir als Teilnehmer anschauen. Dann sieht es so aus. Guck mal, dann Test hochrechnen. Für einen Schüler. Da ist hier meine Beschreibung. Ich kann jetzt nichts abgeben, weil im Moment einfach niemand eingeschrieben ist. Aber hier kommt dann ein kleines Fensterchen.
indem ich per Drag and Drop was hochladen kann. Dann gehe ich auf Bewertung abgeben oder auf Abgabe. Hier ein ausführliches Tutorial nochmal zum Thema Abgabe, zum Thema Aufgabe. Aber so funktioniert die Geschichte grundsätzlich. Also gehe ich mal wieder zurück und werde jetzt noch ein Kommunikationsmittel vielleicht erläutern. Hier oben zurück zur Ausgangsrolle. Und zwar sieht man jetzt hier oben schon, ja, sage mal. Man hat oben schon gesehen, dass es eine Art Forum gibt, das da heißt Ankündigungen. Da kann auch nur ein Trainer reinschreiben. Ich habe in letzter Zeit immer wieder Schwierigkeiten damit gehabt. Deswegen würde ich empfehlen, wer mit seinen Teilnehmern kommunizieren möchte, der hat jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Einmal Aktivität Chat. Da kann man eigentlich gar kein ausführliches Tutorial machen. Da schreibe ich irgendwas rein, dann gehe ich auf Speichern und Anzeigen und dann bin ich in einem Chatroom. Wer sich das nochmal in Slow-Mo anschauen will, der kann gerne dieses Video sich anschauen. Also Chat betreten und dann bin ich da. Dann steht, dass ich das betreten habe. Super. Wer eher die E-Mail-Kommunikation vorzieht, der kann ein Forum anlegen. Wieder Material, dann gucke ich unter F wie Forum. Und da muss ich jetzt ein paar Sachen beachten, einfach, dass das ordentlich hinhaut. Ein Forum ist so eingestellt, dass alles, was man reinschreibt, von jedem per E-Mail an alle E-Mail-Adressen der aller Eingeschriebenen im Kurs versendet wird. Also, wenn ich das jetzt hier mal Testforum, ne? Hier muss ich angeben, ist klar. Und Standardforum lasse ich auch. Verfügbarkeit kann ich in Ruhe lassen. Anhänge und Wortzahl kann wichtig sein. Wenn hier der Wert zu klein ist und jemand möchte einen Anhang machen, dann klappt es halt nicht. Abonnement Tracking ist ganz wichtig. Wenn vorausgewählt ist, nämlich optional. Das heißt, man kann dieses Forum abonnieren. Das heißt, ich kann auswählen, ob ich diese E-Mails bekommen möchte oder nicht. Wenn es wichtig ist, gehe ich auf verbindliches Abonnement. Dann kann ich es nicht kündigen. Automatisch heißt, ich bin zwar automatisch abonniert oder jeder Teilnehmer hat es automatisch abonniert, kann aber auch sein Abonnement löschen. Und deaktiviert heißt, es gibt kein Abonnement und Tracking. Man muss halt reinschauen. Also verbindlich oder automatisch scheint mir hier erstmal das Mittel der Wahl zu sein. Themensperrung, Nutzersperrung, Bewertung, das ist alles, ja, das ist alles für Fortgeschrittene. Auch hier kann ich wieder eine Voraussetzung machen. Und wichtig sind eben nochmal Abonnement, Tracking und Anhänge und Wortzahl, dass da seriöse Sachen eingestellt sind. Grundsätzlich lege ich euch die ganzen Tutorials, die ich über verschiedenste Themen gemacht habe, ans Herz. Die werdet ihr hier finden. Und das ist das Ende des Kompakt-Tutorials, dem Schweinsgalopp durch meinen ersten Moodle-Kurs.